Ab wann gibt es eine unbefristete Erwerbsminderungsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine Erwerbsminderungsrente gibt es im Regelfall erst einmal befristet. Da ist die Spielwiese oder die Bandbreite doch relativ groß von den Befristungsdauern. Die deutsche Rentenversicherung wird nach medizinischer Überprüfung einfach sagen, okay, es gibt für 2 Jahre oder für 3 Jahre. Die generelle Befristung von 3 Jahren ist sozusagen die Grenze bei einer ersten Befristung, aber dazwischen kann sich die deutsche Rentenversicherung das alles ganz genau aussuchen. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, ab wann gibt es denn überhaupt die Erwerbsminderungsrente dann unbefristet? Und da sagt das Gesetz, im Paragraph 102 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6, wer gerne nachlesen möchte, der findet das da drin, dass nach der dritten Befristung nach 9 Jahren eine weitere Befristung der Erwerbsminderungsrente nicht mehr vorgesehen ist. Denn dann steht nämlich fest, dass sich sozusagen der Gesundheitszustand oder die Erwerbsfähigkeit nicht mehr wiederherstellen lässt und dann muss die Erwerbsminderungsrente befristet bewilligt werden, und zwar bis zum Eintritt oder bis zu dem Datum der Regelaltersgrenze. Das betrifft aber nicht die sogenannten Arbeitsmarktrenten. Das heißt also Erwerbsminderungsrenten, die nur aufgrund der Arbeitsmarktlage gezahlt werden. Wenn also jemand zum Beispiel eine erste Befristung bekommen hat und dann die Weitergewährung beantragt bei der Erwerbsminderungsrente, kann es sein, dass er schon zu diesem Zeitpunkt auch eine unbefristete Erwerbsminderungsrente bekommt. Es kann sein, weil eventuell der Gutachter oder der Arzt der Vertrauensarzt von der deutschen Rentenversicherung oder der Sozialmediziner gesagt hat, dass die Krankheit wird sich nicht mehr bessern und die Erwerbsfähigkeit kann nicht mehr hergestellt werden. Das ist eine Prognose für die Zukunft und dann gibt es eine unbefristete Erwerbsminderungsrente. Erwerbsminderungsrenten sind eigene Versicherungsrenten. Das heißt also, Sie haben dafür eigene Beiträge eingezahlt. Und bitte beachten Sie auch, wenn die Renten dieses Jahr im Jahr 2019 beginnen, gibt es auch eine neue Zurechnungszeit, die hebt die Rentenhöhe für die Erwerbsminderungsrente zum Teil deutlich an und kann sogar günstiger sein als eine vorgezogene Altersrente. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrenten, Befristung oder Unbefristung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.